Im Wald. Es geschah vor etwa 2 Jahren. Ich, mein Verlobter und mein bester Freund beschlossen, zu diesem beliebten Wanderweg in unserer Nähe zu gehen. Der Weg führt zu einem riesigen Felsen, der von einer Klippe herabhängt. Und dort hat man einen schönen Blick auf die Stadt, in der ich wohne. Es ist ein weiter Weg durch den Wald. Man geht den größten Teil der Wanderung auf demselben Weg geradeaus. Dann macht er eine scharfe Kurve, wird dünner und sehr steil. Man muss diesen Teil hochwandern, dann erreicht man ein offenes Feld. Man kann den Felsen über sich sehen, man muss einen weiteren Pfad hinaufklettern, der zu dem Felsen führt. Obwohl die Wanderung lang ist, ist der Weg sehr einfach und man kann kaum etwas falsch machen. Ich bin ihn schon mehrmals gegangen. Ich bin sogar bis weit nach Mitternacht hinuntergewandert, nachdem ich mir am 4. Juli ein Feuerwerk angesehen hatte. Jedenfalls beschlossen wir drei, da wir in der Nähe der Straße, die zu dem Wanderweg führte, spazieren gingen, dass wir ihn besuchen sollten. Es war etwa 19 Uhr, sodass es langsam dunkel wurde. Nach etwa einer Stunde hatten wir die scharfe Kurve immer noch nicht erreicht und beschlossen umzudrehen. Wir hatten alle unsere Taschenlampen an und alles war normal. Wir sind nie vom Weg abgekommen. Der Pfad war ziemlich dunkel und wurde von den Bäumen verschlungen, aber es gab eine Stelle, an der sich die Bäume öffneten und man das gesamte Stadtzentrum der Stadt sehen konnte. Wir kamen zu der Stelle, wo die Lichtung ist, wo man die Innenstadt sehen kann. Aber es sah so aus, als wäre es verkehrt herum. Ich weiß nicht mal, wie ich es erklären soll. Es sah aus, als wäre die Stadt umgedreht worden, so wie man ein Bild auf dem Handy umdrehen kann. Als hätte jemand die Stadt genommen und sie auf den Kopf gestellt. Es war spät und dunkel und wir waren müde vom Laufen, also glaube ich nicht, dass wir es wirklich ernst genommen haben. Ich hatte trotzdem dieses komische Gefühl, das Gefühl, dass alles auf einmal rückwärts lief. Das ist die einzige Art, wie ich es wirklich beschreiben kann. Und wir haben alle dasselbe zueinander gesagt. Mein Verlobter hat als erster etwas gesagt, was seltsam ist, weil er normalerweise der Letzte wäre. Mein bester Freund flippte aus, weil er solche Angst hatte und sagte, dass er sich genauso fühlte. Ich erwähnte, dass die Lichtung seltsam aussah und alle stimmten zu. Wir sollten schon lange am Ausgang sein, aber es fühlte sich an, als würden wir im Kreis laufen. Der Weg fing an, sich aufzulösen, als wäre es nicht mehr derselbe, auf dem wir gelaufen waren, also drehten wir uns zum Felsen zurück, um herauszufinden, wo wir waren. Doch es half nicht. Wir beschlossen, zum Ausgang zurückzukehren, aber der Weg führte uns nicht zum Ausgang. Es war ein ganz neuer Teil des Waldes, den wir noch nie gesehen hatten. Da war eine Art Tür im Boden eingelassen, die so aussah, als würde sie zu einer Art Mine führen. Wir haben versucht, Nachforschungen anzustellen, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass dort eine Mine war. Neben der Tür standen etwa 5 oder 6 weiße Stühle, um die herum weiße Laken auf dem Boden zu liegen schienen. Es gab auch Bierflaschen. Die Stühle waren kreisförmig angeordnet, aber es gab keine Feuerstelle in der Mitte. Jedes Mal, wenn wir versuchten, aus dem Wald herauszukommen, fanden wir uns wieder an dieser Stelle wieder. Natürlich haben wir versucht, Leute anzurufen, aber wir hatten kein Netz. Schließlich, nachdem wir scheinbar im Kreis gelaufen waren, sind wir einfach rausgegangen. Auf einmal waren wir aus dem Wald heraus. Fast sofort, nachdem wir den Wald verlassen hatten, bekam ich SMS von den Leuten, die ich um Hilfe gebeten hatte. Und noch etwas Unheimliches, um dem Ganzen das Sahnehäubchen aufzusetzen. Um 22.32 Uhr wurden 1032 Fotos auf dem Handy meines Verlobten gemacht. Es war so seltsam, die Bilder waren alle nur weiß. Wir sind ein Jahr lang nicht zurückgekehrt, bis mein Verlobter und ich beschlossen, zurückzugehen und zu versuchen, den Weg zu finden. Nur um des Seelenfriedens willen. Wir konnten ihn nicht finden und auch die Tür nicht. Aber was wir fanden, war ein riesiger Fleischwolf. Ich hasse die Wälder so sehr. Es macht mir Angst, wenn ich an Wälder denke, egal wann. Das war eine der schlimmsten Erfahrungen für mich. Sonntag. Vor etwa 15 Jahren war meine Tante, nennen wir sie Anne, ein Teenager und war mit ihrem Onkel, nennen wir ihn Bira, und seiner Familie oben in den Bergen. Die benachbarten Herden begannen nach Norden zu wandern und sie wollten ihre Rentiere holen. Rentiere sind im Winter freilaufende Tiere. Das bedeutet, dass eine Rentierfamilie in eine andere Familie wandern können. Im Laufe des Winters können sich viele Rentiere vermischen und die Hirten müssen ihre eigene Herde in einen Zaun sperren, damit die benachbarten Hirten kommen und ihre eigenen Rentiere zurückholen können. Bira war der Älteste in der Familie, also war er derjenige, der die Entscheidungen traf. Es war Samstag und eine der benachbarten Familien war dabei, stationär zu werden. Sie wollten am Montag auswandern und sie wollten unbedingt ihre Rentiere zurückbekommen, bevor sie abreisten. Aber es gab ein Problem.
Viele der alten Sami sind Christen und im Christentum ist der Sonntag ein Tag der Ruhe, an dem nicht gearbeitet werden darf. Das bedeutete, dass sie die Herde am Sonntag nicht in einen Zaun sperren durften. Nach kurzem Überlegen beschloss Bira, dass sie die Herde in den Zaun treiben sollten. Er wollte kein böses Blut mit den benachbarten Familien. Er wollte das nicht an einem Sonntag tun, aber es war wichtig. Am Sonntagmorgen setzten sie sich in Bewegung. Jetzt war die ganze Familie da. Ans Familie kam hinauf, ebenso ihr anderer Onkel und dessen Familie. Am Sonntagmorgen gingen sie los und trieben die Herde zusammen und am Nachmittag war die Herde im Zaun. Auch die benachbarten Familien kamen zum Zaun, jeder nahm sein eigenes Rentier mit. Die Stunden vergingen und als sie fertig waren, war es fast Mitternacht. Während der Arbeit beschloss Bira, einige Kälber in einen separaten Raum zu bringen. Der Winter kann für Rentiere sehr hart sein, besonders für Kälber. Also beschlossen sie, die schwächsten Kälber zu nehmen, sie in einen separaten Raum im Zaun unterzubringen und sie dort zu füttern, bis sie kräftiger werden. Sie nahmen 14 Kälber und entließen sie in den Raum. Nachdem sie mit der Arbeit fertig waren und die Herde wieder in die Berge entlassen hatten, beschlossen sie, sich über Nacht auszuruhen und den Zaun am nächsten Morgen abzubauen. Sie gingen alle in ihre Hütten und legten sich schlafen. Aber Bira konnte nicht schlafen. Er lag nur da und starrte auf das Dach. Er hatte ein ungutes Gefühl in seinem Körper. Es war, als würde ihm etwas sagen, er solle nach den Kälbern sehen. Bira setzte sich auf und zog sich etwas Warmes an. Er ging nach draußen und es war fast stockdunkel. Aber das Wetter war schön, es war nicht kalt. Er beschloss, zum Zaun zu gehen, denn er war nur etwa 300 Meter entfernt. Zum Glück gab es einen Weg durch den Schnee, sodass er nicht durch ihn fliegen musste. Als Bira dann am Zaun ankam, bemerkte er etwas. Es war kein Geräusch zu hören. Er hörte nicht, dass die Kälber da drin herumliefen oder irgendwelche Geräusche machten. Das kam ihm seltsam vor. Als er über den Zaun schaute, rutschte ihm das Herz in die Hose. Sie waren tot. Alle 14 Kälber lagen auf dem Schnee, ohne sich zu bewegen. Ihre Augen waren dunkel geworden, nachdem das Leben ihre Körper verlassen hatte. Schnell kletterte Bira über den Zaun, um nach den Leichen zu sehen. Er nahm eines der Kälber und öffnete die Kehle. Er war besorgt, dass sie am Gras erstickt waren, aber nein, es war nichts in der Kehle zu finden. Er untersuchte sie alle, aber es gab keine Anzeichen dafür. Es gab kein Blut und zwei von ihnen waren im Schlaf gestorben. Bira war traurig, er hatte versucht, die Kälber zu retten, aber jetzt waren sie alle tot. Er beschloss, die Leichen über Nacht liegen zu lassen und sie am Morgen zu entfernen. Als er sich auf den Rückweg machte, hatte er das Gefühl, dass er dort nicht hingehörte, als ob ihn jemand beobachtete. Er kletterte über den Zaun, machte aber einen Fehler und fiel mit dem Gesicht voran in den Schnee. Als er den Kopf hob, riss er die Augen weit auf. Zu seiner Linken, einen Meter von seinem Gesicht entfernt, standen zwei Beine. Er blickte auf und sah eine dunkle, schattenhafte Gestalt über ihm stehen. Die Gestalt begann sich zu bücken, um nach Bira zu greifen. Bira schrie, sprang auf und rannte auf die Hütte zu. Er rannte so schnell er konnte, aber seine Beine trugen ihn nicht mehr. Er fiel und als er zurückblickte, sah er, dass der Schatten hinter ihm lief. Dieses Ding hatte kein Gesicht, aber eine menschliche Gestalt. Er schrie wieder, rannte, aber wieder fiel er. Auf diesen 300 Metern ist er wahrscheinlich 20 Mal gestürzt. In der Hütte schliefen Ann und der Rest der Familie tief und fest. Dann wurde sie plötzlich von einem Schrei draußen wach. Schnell machte sie das Licht an, dann öffnete sich die Tür. Es war Bira. Ann erschrak und stieß einen lauten Schrei aus. Auch die anderen wachten auf und waren erschrocken über das, was sie sahen. Sie sahen Bira an der Tür stehen, schneebedeckt, die Haare nach oben und die Haut so blass wie der Schnee draußen. Am nächsten Tag gingen sie raus. Sie sahen die Spuren von Bira und wie oft er gefallen war, aber es gab keine Spuren hinter ihm. Sie nahmen ihre Schneemobile und legten alle toten Kälber auf die Schlitten. Dann fuhren sie mit den Leichen in verschiedene Richtungen. Sie verteilten sie im nahegelegenen Wald, damit die Aasfresser und die Erde sich an den toten Kälbern bedienen konnten. Seitdem haben sie nie an einem Sonntag gearbeitet, es sei denn, es war eine Notlage. Die Bestellung. Vorgestern Abend bin ich, 21 weiblich, mit meiner Freundin, die wir Alice nennen werden, in eine Girls-Only-Bar gegangen. Alles lief super, wir tranken einen Drink und einen Shot. Die Bar hatte einen Pool, die Atmosphäre war super, man konnte seine Sachen überall abstellen, ohne dass jemand etwas gestohlen hätte. Kurzum, es war super sicher. Gegen 12:30 verließen wir den Pool und beschlossen, mit der letzten Straßenbahn nach Hause zu fahren, um den Abend mit Netflix ausklingen zu lassen.
Natürlich trafen wir auf dem Weg nach draußen auf ein paar betrunkene Männer, die etwas nervig waren. Aber nichts allzu Ungewöhnliches. Wir kommen schließlich bei ihr an, setzen uns und merken, dass wir gegen 1:30 Uhr morgens großen Hunger haben, also bestellen wir uns McDonald's. Der Lieferant rührte sich trotz der Ankündigung, dass er auf dem Weg sei, nicht von der Stelle. Als ich sah, dass er sich nicht bewegte, beschloss ich ihn anzurufen, um herauszufinden, was los war. Beim zweiten Anruf ging er ran. Alles, was er sagte, war irgendwie nicht kohärent. Er begann damit, mir zu sagen, dass er sich geirrt habe und auf den Knopf geklickt habe, um zu sagen, dass die Bestellung geliefert worden sei. Ich sagte ihm, ich verstehe nicht. Daraufhin sagte er, dass die Bestellung nun kommen würde. Das passte überhaupt nicht zu dem, was er gesagt hatte. Wir warteten und Alice fühlte sich ziemlich motiviert, die Bestellung alleine abzuholen, aber ich hatte ein schlechtes Gefühl. Ich zog mir etwas Leichtes über, da ich nicht davon ausging, dass wir lange draußen waren. Ich ging also raus und war diejenige, die mit dem Lieferanten sprechen sollte. Als ich die Tür öffnete, sah ich den Lieferanten auf einem Roller und er sah aus, als wäre er mitten im Gespräch mit jemandem. Ich dachte mir, vielleicht hatte er einen Kumpel dabei, der ihm Gesellschaft leistete. Das kam mir komisch vor. Der Lieferant weigerte sich, mir die Bestellung zu bringen, also musste ich im Regen zu ihm gehen. Ich nahm die Bestellung entgegen und wünschte ihm einen schönen Abend. In der Zwischenzeit war Alice hinter mir geblieben, um die Tür offen zu halten. Ich drehte mich zur Tür um und sah, wie der Mann an der Wand sich zum Eingang drehte. Außerdem sah ich sofort, dass er total auf Drogen war und einen Cut auf der Stirn hatte. Seine rechte Gesichtshälfte war blutverschmiert. Ich ging zu meiner Freundin zurück und vermied es, ihn anzusehen, um nicht zu riskieren, dass wir in Schwierigkeiten gerieten. Ich betrat das Gebäude und in der nächsten Sekunde folgte er mir. Wir waren beide in Alarmbereitschaft und ich musste mir was ausdenken. Wir gingen an den Briefkästen vorbei und instinktiv sagte ich, "Oh, die Post, wir haben sie schon lange nicht mehr gecheckt, das sollten wir machen." Alice folgte mir sofort auf meine zittrige Improvisation und antwortete, "Ah ja, du hast vollkommen recht." Wir blieben auf gut Glück vor einem Briefkasten stehen und ich tat ungeschickt so, als würde ich nach den Schlüsseln suchen. Aber er blieb nur hinter uns stehen und machte eine Handbewegung, als wolle er uns gleich schlagen. Wir gingen also sehr unruhig den Flur entlang, mit einer McDonald's-Tüte in der Hand, bis zum Aufzug, immer gefolgt von diesem Unbekannten. Er erzählte wirres Zeug und kam immer näher zum Aufzug. Unauffällig, unter der McDonald's-Tüte, nahm ich den Schlüssel der Wohnung in meine Hand. Ich platzierte die einzelnen Schlüssel zwischen meinen Fingern. Er schrie immer weiter wirres Zeug. Wir drückten auf die Nummer 4, er auf die Nummer 5. Gott sei Dank. Aber nur kurz danach drückte er mehrmals auf den Knopf für das 4. Stockwerk. Wir gingen raus und machten instinktiv dasselbe. Eindeutig nicht auf ihre Wohnung zuzugehen, damit er nicht weiß, wo sie wohnt. Und natürlich folgte er uns. Wir fanden uns in einem Korridor wieder, aus dem es keinen anderen Ausweg gab, als an diesem sehr merkwürdigen Mann vorbeizugehen. Wir sagten ihm, er könne gehen, aber er sagte, er wolle sehen, dass wir gut nach Hause kommen. Wie auf Kommando ging das Licht im Flur aus. Instinktiv drückte ich den ersten Schalter, den ich sah. Doch es war nicht der Lichtschalter, es war eine Türklingel. Der Fremde forderte uns auf, hineinzugehen, und ich antwortete ihm, "Sie sehen doch, dass wir geklingelt haben, wir wohnen hier nicht, also warten wir, dass jemand öffnet." Aber es passierte nichts, also klingelte ich erneut, lange. Es war niemand da. Nach einem kurzen Hoffnungsschimmer, Hilfe zu bekommen, waren wir wieder allein. Er bestand darauf, dass wir die Tür öffneten. Wir antworteten, dass wir warteten, und Alice sagte, dass sie ihm eine Nachricht schreiben würde, er müsse wohl schlafen, wobei sie von dem angeblichen Kumpel, der hier wohnte, sprach und nutzte den Moment, um ihren Freund zu kontaktieren, der eigentlich bei ihr wohnt, aber an diesem Abend nicht in unserer Stadt war. Wir fragten den Mann, was genau er wollte und warum er das machte. Er sagte, er wolle nach Hause gehen. Er meinte, er wohne in der Wohnung gegenüber. Er sagte, dass er keine Schlüssel habe und auf einen Freund wartete. Er rief schließlich seinen Kumpel an. Währenddessen sagten wir, wenn wir eh warten müssen, können wir auch rauchen gehen. Wir nahmen die Treppe und ich sagte meiner Freundin, sie solle im 3. Stock stehen bleiben, anstatt wirklich rauszugehen. Sie sagte mir, dass es im 1. Stock einen Hof gäbe, also rannten wir nach draußen und machten so wenig Lärm wie möglich. Wir landeten im Hof, ohne einen Ort, an dem wir uns wirklich verstecken konnten. Ich rief die Polizei und versuchte ruhig zu bleiben. Der Polizist sagte, sie schicken jemanden vorbei. Alice und ich waren erleichtert, aber das kleinste Geräusch ließ uns zusammenzucken. Auch wenn es nur 5 Grad draußen war, ließ mich die Angst mehr zittern als die Kälte. Wir gingen zu einem weiteren Hintereingang. Alice und ich standen im Schatten. Man konnte zwar die beleuchtete Gasse auf der anderen Seite des Tores sehen, aber wir waren kaum zu erkennen. Ab und zu entsperrte ich jedoch ihr Telefon, um zu sehen, ob sich die Polizei bei mir gemeldet hatte.
Das Telefon leuchtete auf, als ich nachsehen wollte, ob es Neuigkeiten gibt, und in diesem Moment kamen zwei Männer vorbei. Sie sahen uns im Leuchten des Telefons. Sie fingen an, nach uns zu suchen, ohne Erfolg. Ich rief erneut die Polizei an, weil ich schon eine halbe Stunde her war, und sie sagten mir, dass es noch länger dauern würde, aber sie würden anrufen, wenn sie da wären. Wieder dieses erschreckende Gefühl, wirklich allein zu sein, ohne Hilfe. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Ex-Freund, Tyler. Ich beschloss, ihn anzurufen. Er war zwar genervt, weil es 2 Uhr morgens war und er in 2 Stunden aufstehen müsste, aber er sagte, dass er kommen würde. Etwa 20 Minuten später, die uns wie eine Ewigkeit vorkam, kam Tyler endlich an. Er brachte uns zu seinem Auto. In seinem Auto warteten wir, bis die Polizei kam. Sie inspizierten das Gebäude und es war natürlich niemand mehr da, aber sie teilten uns mit, dass es nicht verwunderlich sei. Wir bedankten uns bei den Polizisten und bei Tyler, bevor wir in die Wohnung gingen. Dann lagen wir uns weinend in den Armen und brabbelten 2 Stunden lang. Ich weiß nicht, ob der Lieferant dem Fremden geholfen hat, was die Ungereimtheiten und die Tatsache, dass sie sich zu unterhalten schienen, erklären würde, oder ob es ein Zufall war. Eigentlich will ich es auch gar nicht wissen. Sicher ist, ich bestelle nie wieder bei McDonald's. Ruhe in Frieden. Ich bin eine 48-jährige Frau, die zum Zeitpunkt der Geschichte zum ersten Mal verheiratet war. Diese Geschichte fand am 3. September 2005 statt. Ich hatte zu der Zeit eine 14-jährige Stieftochter, die ich der Einfachheit halber Justine nennen werde, und leider war sie ein sehr gestörtes junges Mädchen. Ich verletzte mich auf der Arbeit und konnte nicht mehr als Rettungssanitäter arbeiten. Ich tat mein Bestes, um Justine zu unterstützen, sie zu disziplinieren und zu lieben, aber der Verlust meines Traumberufs bereitete mir großen emotionalen Schmerz. Ihre leibliche Mutter war schwer drogenabhängig und obwohl ihr Vater Mike seit vielen Jahren drogenfrei war, war er immer noch extrem egozentrisch und hatte die Angewohnheit, Justines emotionale Schwierigkeiten zu ignorieren. An diesem Tag verbrachte Justine den Tag in ihrem Zimmer. Sie war oft müde, also dachte ich mir nicht viel dabei. Gegen Mittag kaufte ich ihr ein Eis vom Eismann und brachte es in ihr Zimmer. Als ich mit meinem Mann im Wohnzimmer auf der Couch lag, hörte ich, wie oben ihre Stereoanlage eingeschaltet wurde. Und wir begannen ein ernsthaftes Gespräch über Justines Wohlbefinden zu führen. Während dieser Zeit hatten wir Gesundheitsamtdienste in Anspruch genommen, weil Justine begonnen hatte, sich nachts aus dem Haus zu schleichen, weil sie fast nicht in die nächste Klasse gekommen wäre und weil sie ein Jahr zuvor, wegen eines sehr ernsten Selbstmordversuchs, einige Zeit in einer geschlossenen verbracht hatte. Die Betreuerin hatte uns gesagt, dass wir jederzeit die Hotline anrufen könnten. Je mehr Mike und ich uns unterhielten, desto mehr machten wir uns Sorgen, dass wir sie aufgrund einiger ihrer Verhaltensweisen nicht schützen könnten, und wir beschlossen, die Hotline anzurufen. Ich erklärte der Person am Telefon alles ganz genau. Sie versicherten mir, dass sie sich mit einem Vorgesetzten in Verbindung setzen würden und dass sich in einer Stunde jemand melden würde. Es war ein Samstag, daher war ich nicht überrascht. Wir beschlossen, sie die Zeit in ihrem Zimmer verbringen zu lassen, bis wir wussten, was bei dem Anruf herauskommen würde. Wir vergaßen die Zeit und beschlossen, etwas fernzusehen, während wir warteten. Nach einer Weile musste ich auf die Toilette und machte mich auf den Weg nach oben. Ich kam bis zum Fuß der Treppe, wo ich die Stereoanlage hören konnte, aber was ich wirklich hörte, machte mir Angst. Es war eine CD, die immer weiter sprang, aber sie brachte sie nicht in Ordnung. Ich sagte Mike, dass wir nachher sehen müssten. Wir gingen die Treppe hinauf und als wir oben ankamen, war diese nervöse Energie in der Luft. Meine Intuition sagte mir, dass etwas nicht stimmte. Wir betraten ihr Zimmer und es schien leer zu sein. Mike ging quer durch den Raum zu ihrer Stereoanlage und schaltete sie aus. Wir drehten uns beide um ihr Zimmer zu verlassen, ich in Richtung des leeren Zimmers und Mike in Richtung des Schranks, dessen Schiebetüren halb geöffnet waren. Dann hörte ich, wie Mike ein Geräusch machte, das ich nicht genau beschreiben kann. Ich drehte mich zu ihm um und folgte dann seinem Blick zum Schrank. Zuerst konnte ich nicht fassen, was ich da sah. Es war Justine, sie hatte sich in ihrem Kleiderschrank gehängt. Von diesem Zeitpunkt an war es, als hätte sich ein Schalter in meinem Gehirn umgelegt. Ich war nicht länger ein Mensch mit Gefühlen, ich war auf Autopilot. Ich sagte Mike, er solle sie hochheben, um mir das Gewicht vom Hals zu nehmen. Ich versuchte kurz den Schal, den sie benutzt hatte, loszubinden, aber ohne Erfolg, also rannte ich los, um meine Traumaschere aus meiner Tasche zu holen. Ich schnappte mir das Telefon und wählte den Notruf. Ich reichte es Mike, damit er mit ihnen sprach, während ich sie losmachte. Ich nahm mir schnell den Schal vom Hals und führte eine kurze Untersuchung durch. Ich tastete nach dem Puls und achtete auf das Heben und Senken ihres Brustkorbs. Ich stellte fest, dass beides nicht vorhanden war.
Ihr Kiefer war fest zusammengebissen und ihre Zunge ragte zwischen den Vorderzähnen hervor. Ihre Augen waren leicht geöffnet, aber sie waren stumpf und leblos. Ich wusste, dass sie tot war. Mike war hysterisch. Ich versuchte, sie wiederzubeleben. Ich versuchte es mit einer Herzrhythmusmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung. Ich konnte das Eis schmecken, das ich ihr ein paar Stunden zuvor gekauft hatte. Ich wusste, dass es keinen Sinn mehr hatte, aber ich hörte nicht auf. Ich kannte die Sanitäter, die kamen. Ich war erleichtert. Sie kamen herein und sahen uns kurz an. Sie zogen mich sanft von ihr herunter und ich war plötzlich wieder in meinem normalen, emotionalen, menschlichen Zustand. Ich kroch auf Händen und Knien aus dem Zimmer und konnte nur noch schreien. Ich war völlig außer mir. All diese Jahre später vergeht kein Tag, an dem ich nicht die Bilder dieses Tages vor Augen habe. Sie sind immer da. Ein paar Jahre später haben wir uns scheiden lassen. Ich habe am 20. März 2010 wieder geheiratet. Meinem neuen Mann habe ich einen Sohn bekommen. Er ist mein Sonnenschein und lächelt jeden Tag. Da er immer näher an Justines Alter herankommt, fragen mich manche Leute, ob ich mir Sorgen mache. Aber das tue ich nicht. Seine Freude ist so offensichtlich, dass sie ansteckend ist. Außerdem richten wir unser ganzes Leben danach aus, was das Beste für ihn ist. Ich wünschte nur, Justine hätte zwei Eltern gehabt, die sie so behandelt hätten. Jedes Kind hat das verdient.